Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinen Neuzugängen aus dem März. Ja, der Monat ist natürlich noch nicht ganz herum, aber da ich jetzt ja meinen Buchmesse-Vlog so in der nächste Woche verschiebe, dachte ich einfach, ja, ziehst du die Neuzugänge einfach vor, machst hier jetzt einen Cut und alle Bücher, die danach kommen, zählen dann eben einfach in den April. Und ich glaube, es war eine sehr gute Entscheidung, denn es stehen doch einige Bücher hier neben mir. Und das sind noch nicht mal alle, die bei mir eingezogen sind, denn E-Books und Hörbücher sieht man ja nicht so. Ja. Was soll ich sagen? Es sind 20 bzw. 21 neue Bücher bei mir eingezogen. Es sind 20 neue Bücher bei mir eingezogen. Und ein Buch ist eben jetzt auch noch als Hardcover bei mir eingezogen, was ich schon gelesen habe. Deswegen sind es eigentlich 20 Neuzugänge, aber 21 Bücher, die ich euch zeige. Und ich denke, wir labern gar nicht so lange viel drumherum. Wobei, es sind 12 Bücher eingezogen, 6 E-Books und 3 Hörbücher. Beziehungsweise müsste man bei dem echten Buch eben eins wegziehen, weil es ist kein echtes, neues Buch sozusagen. Aber dazu kommen wir dann. Und da wir ja ein bisschen was über die Bücher erzählen wollen, starten wir jetzt einfach damit. Zwischen zwei Welten von Becky Chambers ist bei mir als E-Book eingezogen. Ja, mir hat der zornige Planet ja unglaublichen Spaß gemacht. Und da ich auf jeden Fall in den nächsten ein, zwei Monaten auch die Fortsetzung lesen möchte und der dritte Teil dann ja auch schon herauskommt, musste einfach der zweite Teil bei mir einziehen. Und ja, mir hat der erste Teil einfach so gut gefallen. Ich weiß, dass es hier im zweiten Teil zwei Charaktere, glaube ich, gibt, die wir wieder treffen, denen wir wieder folgen. Es geht also im Grunde weiter. Ich kann jetzt nicht sagen, inwiefern man das unabhängig voneinander lesen kann. Ich habe tatsächlich auch gar nicht groß in dem Klappentext des zweiten geschaut, weil, ja, mir hat der erste einfach gut gefallen und es stand für mich eigentlich fest, das geht auf jeden Fall weiter. Ich fand den Schreibstil von Becky Chambers wirklich großartig. Mir hat der zornige Planet einfach unglaublich gut gefallen und ja, da musste dann jetzt eben auch einfach, das Buch als E-Book her. Dann ist bei mir von Laura Kneidl die Krone der Dunkelheit eingezogen, die ich ja auch aktuell lese oder vielleicht dann auch schon beendet habe, wenn jetzt die Neuzugänge kommen, aber das ist ja ganz egal. Auch ein Buch, das ich schon länger geschlichen bin und wo ich jetzt total happy war, dass ich es als E-Book mir dann doch geholt habe. Auch ist Laura Kneidl eine unglaublich sympathische, wie ich jetzt auf der Buchmesse so festgestellt habe. Wir haben sie mal bei einer Lesung gesehen, bei einer Signierung. Nicht jetzt persönlich, aber ich fand es einfach toll, wie sympathisch sie einfach gewirkt hat. Und mich hat halt hier einfach so das Jugend-High-Fantasy-Thema wieder angesprochen. Ich mag das ja auch immer mal wieder ganz gerne, habe da ja auch wirklich ein paar Highlights so entdeckt. Und bin einfach neugierig gewesen, was dieses Buch so an Jugend-High-Fantasy bringt. Sie ist ja doch auch relativ bekannt für ihre New-Adult-Bücher. Und ich habe von ihr ja Water and Air gelesen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, was ja so eher einen dystopischen Ansatz hatte. Hier gehen wir eher in die High-Fantasy-Richtung, die verschiedene Perspektiven uns auszeigt aus einer Welt mit Magie und Fays und anderen Kreaturen, was ich bis jetzt gelesen habe, daraus auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen hat. Dann habe ich bei Lovely Books ein Glückspaket gewonnen. Da hatte ich auch ein Unpacking auf Instagram gemacht in der Live-Story. Das Glück der kleinen Gesten von Chantal Sandion und Melanie Alexander aus dem Edelbooks Verlag. Gib Glück und es kommt zu dir zurück. Und das Schöne daran ist ja, ich habe das Buch zweimal gewonnen, sozusagen auch um es zu verschenken und habe auch andere Dinge noch dazu bekommen. Und ich finde allein hier die Broschüre richtig, richtig schön. Und das ist halt wirklich ein Buch, wo man so denkt, da kann man einfach immer mal zwischendurch lesen. Dann kann sich da ein paar schöne Dinge rausnehmen, um eben ja das Glück so ein bisschen unter die Menschen zu bringen, die einem wichtig sind, die man mag, die ja einem am Herz liegen. Und ich glaube, dass man da eben wirklich mit kleinen Gesten sehr viel machen kann. Und das halt wirklich ein nettes Wort und ein Lächeln schon viel mehr bringt als manchmal die großen Aufmerksamkeiten. Lieber öfter klein als einmal groß. Ich glaube, da wäre der Welt auch schon ein bisschen zugetan. Das heißt hier auch so schön, erlebe, wie kleine Nettigkeiten uns selbst und unsere Umwelt zum Positiven verändern. Großes Glück mit kleinem Aufwand. Und ich bin hier sehr gespannt. Es geht hier zum Beispiel um das Talentteilen, Sticker als Stimmungsheber. Was haben wir hier noch so ein bisschen? Kopfhörer raus, Lebensgeschichten rein, also wahrscheinlich dann auch wirklich Biografien oder so hören. Meditation für mehr Mitgefühl. Also ja, bin ich sehr gespannt, freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf.
Dann ist bei mir das besagte Buch eingezogen, das Hardcover, was eben eigentlich kein Neuzugang mehr ist, denn es ist Sehnsucht nach Sommer von der lieben Jackie Fellgut. Es ist als Hardcover signiert bei mir eingezogen mit Lesezeichen und auch Postkarte. Und ich finde das Cover einfach unglaublich schön. Ich bin ja ein absoluter Fan der Cover von der lieben Jackie und auch von ihren Geschichten natürlich. Und auch sie als Mensch ist halt wirklich eine ganz tolle und liebe. Und das ist als Hardcover bei mir eingezogen. Habe mich mega darüber gefreut. Und mein Jackie-Regal sozusagen hier wird immer größer und größer. Und ich hoffe, es wächst auch weiterhin. Ich mache auch gern noch ein Regal frei für die nächsten Bücher von ihr. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Und bin ich echt happy, dass es jetzt auch als Hardcover bei mir eingezogen ist. Es ist eben einfach kein Neuzugang, war ich schon gelesen, war als E-Book auch schon eingezogen. Deswegen zählt es bei mir auch nicht auf den Sub, also auch nicht als Neuzugang. Steht bei mir natürlich in der Liste, weil es natürlich eingezogen ist. Dann ist, sind zwei Bücher bei mir eingezogen, die mir ein lieber Mensch sozusagen zugeschickt hat. Wir haben zusammen telefoniert und unser Hangout besprochen, nämlich die liebe Miriam und ich haben uns für unser Achtsamkeits-Yoga-Hangout abgesprochen, haben natürlich auch über Bücher gesprochen, wie könnte es anderes sein, und sie hat mir von einem Buch vorgeschwärmt und hätte ich geahnt, dass es so dick ist, hätte ich wohl gesagt, ich lese es vielleicht lieber als E-Book. Nein, ich habe mich mega, mega gefreut, dass sie mir zwei Bücher ganz überraschenderweise dann auch zugeschickt hat. Und zwar einmal Durch Mauern gehen von Marina Abramovic. Es ist eine Autobiografie und sie hat so von dieser Frau und der Geschichte, dieser Lebensgeschichte geschwärmt, dass es direkt auch auf der Wunschliste gelandet ist. Und ich so überrascht war, als es dann bei mir einzog, sie hat die Grenzen der Kunst gesprengt, mit einer Glasscherbe ein Pentagramm in den Bauch geritzt. Sie ist 2500 Kilometer auf der chinesischen Mauer zu Fuß gegangen. Und es ist eine ganz, ganz faszinierende, charismatische Künstlerin und Grenzgängerin, die aus dem kommunistischen Jugoslawien kommt. Und ich bin mega gespannt, was mich da erwartet. Und das ist definitiv kein Buch, was man einfach mal so nebenbei liest. Ich glaube, da werde ich mir definitiv so eine Urlaubszeit hernehmen, wo das gelesen wird und vielleicht auch ein bisschen Hörbuch unterstützt. Mal sehen. Und war ich aber total happy und sehr angetan. Und dann ein Buch, zu dem ich selbst wohl nie gegriffen hätte, da ich ja auch so ein bisschen eine Zweite Weltkriegssperre habe. Aber Miriam einfach gesagt hat, das ist trotzdem ein Buch, das du lesen solltest. Und zwar von Oliver Güez, Das Verschwinden des Josef Mengele. Auch ein Buch, was sie einfach toll fand und mir auch wirklich empfohlen hat. Und hier geht es um Josef Mengele, der Lagerarzt von Auschwitz war. Und der flüchtet 1949 nach Argentinien und er lebt dort 30 Jahre lang dann in Südamerika und hat dann auch seine Familie in Günzburg und ich gehe mal davon aus, dass er dann gefunden wird. Und ich bin einfach gespannt. Also ich bin ja nicht der größte Fan einfach von Zweite Weltkriegsgeschichten, was verschiedenste Gründe hat, auf die ich gar nicht so eingehen möchte. Das kann ich mir aber tatsächlich vorstellen, dass das mal wieder eine andere Blickrichtung auf alles zeigt und eben einfach so einen Menschen, den man wahrscheinlich erstmal verachtet für seine Bösartigkeit oder das Böse in ihm, wie auch immer das zustande kam, uns aber vielleicht doch zeigt, dass er auch nur ein Mensch war. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt, was dieses Buch hergibt. Es ist jetzt auch nicht ganz so dick. Durchaus ein Buch, was man einfach mal an einem stillen Wochenende sozusagen liest. Auch nichts gefühlt natürlich für nebenbei. Aber da bin ich neugierig drauf. Und Miriam hat einfach so positiv davon gesprochen. Und da glaube ich einfach mal, dass das dann doch ein Buch einfach ist. Weil es ist ja, glaube ich, auch ein bisschen doch eher ein Roman. Also es erzählt dann wohl auch ein bisschen was Fiktives dazu. Und es heißt so schön, Güez riecht so intensiv, ist in das Innenleben des Protagonisten, erzählt es derart spannend, dass der Leser diesem gefährlich nahe kommt. Zitat Berliner Zeitung. Ich bin mega gespannt und wirklich sehr, sehr, sehr neugierig. Dann ist von Dr. John Itzo bei mir eingezogen, die 5 großen Glücksdiebe, ein Rezensionsexemplar, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ich habe das Buch, ich glaube, in der Hücke oder in der Flow, es kann nur eins von beiden gewesen sein, entdeckt und war total neugierig, denn es heißt so schön, Glück ist wie Marmelade, am besten selbst gemacht.
Und es soll hier eben praktisch, motivierend und befreiende Tipps, Informationen geben. Und ich bin mega neugierig. Also wir haben hier der erste Dieb Kontrolle, der zweite Dieb Hochmut, Begehren, Konsum, Bequemlichkeit. Ja, wie wir die Diebe eben einfach so aus dem Haus jagen. Sehr, sehr gespannt. Möchte ich auf jeden Fall auch ganz bald lesen. Dann ist bei mir als E-Book eingezogen Buch Traumküsse von Ellen McCoy alias Elvira Zeisler. Das habe ich auch schon gelesen. War ein zweiter Band einer Serie. Man kann es unabhängig zum ersten Küsse. Ja, irgendwie so war das erste Buch, das ich letztes Jahr gelesen habe. Man kann es unabhängig voneinander lesen. Wir sind hier aber wieder in Silver Creek, einem Städtchen, was ich richtig niedlich finde, wo ich auch gerne so gefühlt mal Urlaub machen würde oder zu Hause wäre. Und wir treffen natürlich auf bekannte Charaktere, aber auch auf neue. Und wir begleiten hier eben eine junge Frau, die ihren Verlobten verlässt. Und dort im Grunde einfach irgendwie guckt, wie sie das im Grunde überwindet. Und erst bei ihrer Schwester unterkommt, die wir eben aus dem ersten Teil kennen. Und dann in der Buchhandlung arbeitet und da allerlei Irrungen und Wirrungen. Es ist eine niedliche Liebesgeschichte, aber auch eine ganz tolle Lebensgeschichte. Und natürlich auch einfach so ein Wohlfühlbuch, was mir wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Also mir gefallen die Bücher von Elle McCoy, also wenn sie diese Liebesromane schreibt, unglaublich gut. Und kann das auch absolut nur empfehlen. Dann habe ich eine Thalia-Bestellung, glaube ich, gemacht, weil es auf Spiele 20% oder 30% gegeben hat. Und da habe ich ein Buch mitbestellt, damit ich mir das Porto spare. Ja, ich finde, das ist eine gute Ausrede. Und zwar von Andreas Altmann, Triffst du Butter, töte ihn, ein Selbstversuch. Und wer jetzt diese Schrift liest und sich erstmal denkt, oh mein Gott, warum sollte man den Buddha töten, wenn man ihn trifft? Weil es Buddha einfach nicht gibt. Also das ist in der buddhistischen Lehre einfach so, dass man eben einfach sagt, wenn jemand behauptet, er ist Buddha und will dich bekehren, dann geh ihm ganz schnell aus dem Weg. Denn der Buddhismus ist eben keine bekehrende Religion, sondern man soll ihn selbst an sich erfahren. Und das wird Andreas Altmann hier wohl auch rüberbringen. Von Andreas Altmann gibt es, glaube ich, im Weltwach-Podcast 2, wenn nicht sogar 3 Folgen, wo er so über sein Leben und alles so ein bisschen berichtet. Er ist jetzt nicht der größte Sympathieträger, wenn man ihn so einfach mal sieht, aber ich mochte die Podcasts sehr, sehr gerne und bin einfach mega gespannt, was es jetzt mit dem Buch auf sich hat. Denn es heißt hier auch so schön, wer nach diesem Buch nicht mit dem Meditieren anfängt, der tut es nie. Und es ist ein Trainingscamp des inneren Friedens und er ist Reiseschriftsteller. Und er bereist eben auch Indien und er landet dort eben in einem Meditationszentrum, wo die Regeln eben streng sind. Er befolgt eben alles, nur eins nicht, das Verbot des Schreibens. Also er hat in dieser wahrscheinlich 10 Tage, die sowas ja oftmals dauert, wo man wirklich 10 Stunden pro Tag meditiert, da muss man ja alles abgeben und sich wirklich nur mit sich selbst beschäftigen. Er hat aber wohl ein Buch eingeschmuggelt und schreibt jetzt wahrscheinlich seine Erfahrungen wieder. Und ich bin mega gespannt, weil mich dieses Thema sehr, sehr interessiert. 10 Tage schweigen und nur meditieren klingt für die einen wie Horror, auch für mich, weil ich bin ja ein sehr kommunikativer Mensch. Glaube, ich würde mir vielleicht, wenn dann mal ein längeres Wochenende geben, aber 10 Tage sind schon eine Ansage. Ich bin mega gespannt, was er erzählt und auf jeden Fall ein Buch, was ich auch mega spannend finde und mich freue, dass es bei mir eingezogen ist. Dann ist auch der neue Fitzek bei mir eingezogen, auch als Rezensionsexemplar. Fische, die auf Bäume klettern, ein Kompass für das große Abenteuer namens Leben. Ein Buch, das Fitzek ja vorwiegend eigentlich für seine Kinder geschrieben hat. Dinge, die er ihnen auf den Weg geben möchte, aber es ist wohl auch so ein bisschen audiobiografisch und auf der Leipziger Buchmesse hat er in einem ARD-Gespräch eben auch erzählt, vielleicht auch ein bisschen mit politisch und es sind eben einfach Dinge, wie für ihn ein gutes, glückliches, zufriedenes Leben aussieht und es heißt ja auch so schön, was würde ich meinen Kindern heute sagen wollen, wenn ich morgen die Gelegenheit dazu nicht mehr hätte. Und ich bin einfach mega neugierig. Das ist ja ein Zitat von Albert Einstein. Und Fitzek sagt aber dann eben auch, Mensch, wenn du ein Fisch bist, klettere trotzdem auf einen Baum. Schau, ob es dir gelingt. Und wenn du dann wieder ins Wasser fällst, dann ist das auch in Ordnung. Und das war
auch so sympathisch von ihm erzählt und ich freue mich auf das Buch. Soll auch als Hörbuch wirklich toll vertont sein, weil er es da selbst spricht. Also nicht Simon Jäger, der ja sonst die Bücher von Fitzek spricht. Ich liebäugle tatsächlich, ob ich mir nicht das Hörbuch doch noch hole. Da werde ich einfach mal gucken. Freue mich aber auf den etwas untypischen Fitzek, während es im Herbst dann wieder einen echten Thriller-Fitzek geben wird. Dann ein Buch, von dem habe ich schon in den Neuerscheinungen geschwärmt, vom Elefanten, der das Tanzen lernte, mit dem Rucksack durch Indien. Und irgendwie haben wir recht viel Indien heute hier, von Per J. Anderson. Das ist, glaube ich, ich habe es schon wieder verdrängt. Ist das ein Norweger? Ein Schwede natürlich, ja, irgendwas war's, ne? Und er bereist eben schon jahrelang Indien und zwischen Tradition, Spiritualität und Moderne, schillerndes Land und ich bin mega gespannt. Also Indien ist ja auch ein Land, was mich sehr, sehr reizt und so natürlich auch dieses Buch und ich habe von dem Autor auch schon eins gelesen, ich verdränge immer wieder, welches es war. Ich kann mir es nicht merken, das ist das mit dem Fahrrad. Ja, es ist das mit dem Fahrrad. Ich muss mir das mal aufschreiben. Ja, war mir auf jeden Fall eine positive Erinnerung und ich freue mich sehr auch auf dieses Buch. Dann ist bei mir als Hörbuch Das Herz der Zeit von Monika Pietz bei mir eingezogen. Ein Buch, das mich vom Cover sehr angesprochen hat. Und dann habe ich einen Blick in den Klappentext geworfen, habe in die Hörprobe gehört und dann dachte ich, das musst du dir einfach als Hörbuch hören. Denn es stellt die Frage, was wäre heute, wenn ich das gestern ändern könnte? Und es heißt ja so schön, das Mädchen hat so viel Fantasie, so die immer wiederkehrende Klage von Tante Sonja. Lena lebt von klein auf bei ihr und den zwei jüngeren Cousinen, doch sie fühlt sich fremd in dieser Familie. Ihre beste Freundin Bobby behauptet, so ginge es allen 15-Jährigen. Doch Lena ist davon überzeugt, dass bei ihr mehr dahinter steckt. Sie war kaum 4 Jahre alt, als ihre Eltern starben. Über den Unfall wird in der Familie beharrlich geschwiegen. Lelas Ahnungen bestätigen sich, als sie in alten Sachen ihrer Eltern eine rätselhafte Uhr findet. Unwissentlich aktiviert sie deren Mechanismus und ruft damit neue Freunde und mächtige Gegner auf den Plan. Weit entfernt an einem Ort, der nicht von dieser Welt ist, wird ein Junge auf sie aufmerksam. Lena ist fasziniert von Dante, der über magische Kräfte zu verfügen scheint und über einen Schlüssel zu ihrem Herzen. Und das klingt für mich so ein bisschen wie, eigentlich tatsächlich wie die Edelstein-Reihe von Kerstin Gier, nur anders. Aber ich mag so ein bisschen dieses Jugendliche, vielleicht auch tatsächlich Naive. Und trotzdem, dass da eben so etwas Magisches wie eine Zeitreiseuhr dahinter steckt. Was verändert sich für heute, wenn man das gestern ändert? Das klingt einfach spannend. Ja, es ist natürlich ein Jugendbuch, gar keine Frage. Aber ich hoffe, dass es einfach nicht zu jugendlich ist und es mich dann auch packen kann. Und eben vielleicht auch als Hörbuch tatsächlich einfach ein bisschen besser funktioniert als echtes Buch. Dann ist bei mir von Hermien Stellmacher Katzenglück und Deutsche Vita eingezogen. Zu einem halben Gutschein von Audible, auch als Hörbuch. Ich habe ja Cottage mit Kater gehört und das hat mir einfach so gut gefallen, dass ich ihr erstes Buch jetzt sozusagen auch gehört habe. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Wir sind in Italien, treffen auf Carla, eine Frau, die gefühlt die Sklavin ihres Chefs ist, man kann es gar nicht anders ausdrücken, die ständig gestresst ist und selbst in ihren 3 Wochen Urlaub immer wieder gestresst ist und diesen Stress auch nicht loslässt, die sich dazu aber dann doch irgendwie bewegt, mal über ihr Leben nachzudenken, über ihre Ziele, über ihre Wünsche und wir sie sozusagen hier so ein bisschen begleiten und ein bisschen Katzenglück haben und ein bisschen Deutsche Vita. Mir hat Cottage mit Kater definitiv besser gefallen. Dennoch freue ich mich auf das dritte Buch von ihr, das dann in der Provence spielen wird. Dann habe ich eine liebe Anfrage von einer Self-Publisherin bekommen für ihren Liebes-Lebensroman. Und da zum einen die Anfrage super nett war und ich auch das Buch total spannend fand. Da habe ich zugesagt und werde es auf jeden Fall jetzt im April lesen. Wir in den schönsten Farben von Ella Younes und wirklich ein sehr schönes Cover, wie ich finde, auch von hinten wirklich sehr, sehr schön. Das wird man schlecht sehen mit den Farben. Und es heißt hier so schön, Kunststudentin Ivy steckt in einer Schaffenskrise. Für Ablenkung soll eine Assistenzstelle am Theater sorgen. Doch nicht nur der cholerische Boss stellt eine Herausforderung dar. Bald schon spielt Ivy die Hauptrolle in ihrem eigenen Liebesdrama, inszeniert von einem englischen Austauschstudenten, der ihr Leben komplett auf den Kopf stellt. Eine Geschichte über die Kunst, sich zu trauen. Ich bin mega neugierig, weil mir auch wirklich so ein bisschen die Leseprobe ganz gut gefallen hat. Und zudem beginnt das Buch mit
ja, einem Zitat von Shakespeare. Und ich finde, da hat die Autorin gefühlt schon alles richtig gemacht. Und ja, ich bin einfach gespannt, was mich hier bei Ella Younes erwartet und freue mich wirklich sehr auf das Buch. Dann ist bei mir eingezogen Glücksbringer auf leisen Pfoten. Auch ein Buch, was ich, glaube ich, vorgestellt hatte in den Neuerscheinungen, was ich einfach total niedlich fand. Und ich mich einfach freue, wenn ich so Katzengeschichten einfach auch mal zwischendurch lesen kann. Und bei einem E-Book ist das ja tatsächlich auch viel einfacher, das so zwischendurch immer mal zu lesen, als bei einem echten Buch, wie ich finde. Und ich mag einfach Tiergeschichten. Und auch hier bin ich einfach total neugierig, was diese Geschichte so in sich verbirgt, was das Katzenglück uns bringen wird. Und ja, ich bin einfach neugierig drauf. Und ich fand auch einfach ja, das Cover sehr niedlich gestaltet. Und ja, bin auf die Glücksbringer sehr, sehr gespannt. Dann ist endlich der zweite Teil von Cat and Cole hier, ein grausames Spiel von Emily Suvada. Der erste Teil war ja ein überraschendes Highlight im letzten Jahr. Wenn man das Cover sieht, ich glaube, das hier ist ja jetzt blau, der erste Teil war ja so pink-gelb. Wenn man die Cover sieht, denkt man ja irgendwie so an eine schnulzige Liebesgeschichte und der Titel dazu. Man denkt sich, oh, es geht hier in Cat and Cole. Aber es geht ja hier tatsächlich um den Virus, dass die Menschheit irgendwie dahin rafft und wir hier eben auf Cat treffen, die irgendwie den Schlüssel, den Antivirus in sich trägt und ja, das eigentlich so gefühlt schon das Ende einer Geschichte sein könnte. Hier die Geschichte aber tatsächlich erst anfing und ja, wir da eben so ein bisschen in dieser postapokalyptischen Zeit sind. Und ich einfach mega neugierig darauf bin. Ich muss das ganz ehrlich sagen, ich bin total gespannt, was diese Geschichte so in sich birgt, was mich da erwartet und bin wirklich neugierig und freue mich auf den zweiten Band, weil der erste einfach so ein Highlight war. Ich werde so in die letzten zwei Kapitel des ersten Bandes nochmal reinlesen und bin dann einfach gespannt, wie die Geschichte auch weitergehen wird. Dann ist bei mir als E-Book eingezogen das neue Buch von Julia Drosten. Hinter Julia Drosten steckt ja Julia und Horst Drosten, ein Autorenpaar, was ich ja auch immer wieder gerne lese. Es sind ja historische Bücher, die nicht nur in der Geschichte spielen, sondern ja meist auch an exotischen Orten und ich immer ein großer Fan ihrer Geschichten bin. Und das neue Buch ist, ich hoffe, man kann es jetzt so ein bisschen in der Leseprobe erkennen, mit dem Wind Kurs Paradies. Und ich hatte die Leseprobe, ich glaube, bei der Weihnachts- oder Geburtstagspost mit dabei und freue mich jetzt auch mega auf das Buch. Wir sind hier in Württemberg, 1786. Schlösser und Frauen haben Herzog Karl Eugen ruiniert. Um die Staatskasse zu füllen, verkauft er 3000 junge Männer als Söldner an die niederländische Ostindische Kompanie. Und ja, das wird dann natürlich hier so ein bisschen auch um Indien gehen und ich bin einfach mega neugierig. Ich freue mich drauf, ich muss bei Julia Drosten gar nicht viel mehr wissen und freue mich drauf und bin echt total happy, dass ich das Buch als Rezensionsexemplar erhalten habe und bin mega gespannt darauf und freue mich, es zu lesen. Auf der Leipziger Buchmesse habe ich einen Buchertausch mit der lieben Tinga Beere. Sie hat ein Buch von mir bekommen und ich habe die Schmetterlingsinsel von Corinna Bohmann bekommen. Ich habe tatsächlich noch gar nicht groß in den Klappentext geguckt. Corinna Bohmann ist ja die Autorin der Frauen vom Löwenherz-Reihe, Löwenhof-Reihe. Und es ist hier ein altes Anwesen, ein Brief aus der Vergangenheit, ein Geheimnis in der Fremde und beginnt wohl irgendwie 1888. Es ist die Urgroßmutter von Diana und die begibt sich nach dem Brief auf eine Reise, die ihr Leben für immer verändern wird. Und ich war total happy, dass wir das getauscht haben und es hat auch einen wunderschönen Buchschnitt, wer darauf ja, so ein bisschen Wert legt, unten und ja, finde ich ein bisschen komisch, warum nicht oben, sondern unten. Weil wenn man sich das ins Regal stellt, ja, verstehe ich nicht. Aber ja, ich freue mich drauf, einen Bohmann ja, zu haben. Dann mein Erinnerungsstück an die Leipziger Buchmesse. Ein Buch, was ich mir auf der Buchmesse mitgenommen habe. Wäre wahrscheinlich fast Odins Kind geworden von Siri Patterson. Allerdings habe ich das ja bereits als Hörbuch. Deswegen dachte ich dann, Aber ich habe mir mitgenommen Eragon. Jetzt werden ganz viele ganz erstaunt raunen, dass der Auftakt dieser Reihe noch nicht in meinem Besitz ist, geschweige denn von mir gelesen wurde. Zumindest war das auf der Buchmesse gefühlt. Jeden, den ich gesagt habe, dass ich mir Eragon jetzt gekauft habe, haben mich alle angeguckt. Was, das hast du noch nicht gelesen?
Nein, das habe ich noch nicht gelesen. Es ist von Christopher Paolini, der wohl tatsächlich sogar auch da war, aber wohl am Freitag und ich das dann noch gar nicht wusste. Und das ist der Auftakt der vierteiligen Reihe. Alle vier Teile sind jetzt auch schon da. Da ist auch noch der Kassenzettel drin. Ja, es sind jetzt, die Bücher sind jetzt im Grunde im neuen Design erschienen. Man kann sie hier alle vier sozusagen auch sehen. Und ich mag diese Ausgaben viel, viel lieber als die davor. Die davor waren ja so immer in den Farben. Also das erste Buch war richtig blau. Das fand ich irgendwie nicht so richtig schön. Die Reihe gefällt mir optisch jetzt wirklich mega gut. Und ich hoffe einfach, dass sie mir genauso gut gefällt wie allen anderen. Und ob dann alle anderen Bücher bei mir auch einziehen, das weiß ich nicht. Oder ob die dann einfach als E-Book einziehen. Da muss ich mal gucken, wie sehr mich das Buch jetzt wegfesselt. Ich bin mega neugierig und freue mich wirklich drauf. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt. Wird als eines der nächsten Bücher auch gelesen werden. Während meiner Abwesenheit ist ein Rezensionsexemplar bei mir eingezogen, auf das ich mich wirklich mega freue. Und zwar ist es Niemals Welt, was optisch auch wirklich ein Hammerbuch ist von Carlsen. Also das, ja, ich bin total happy, dass ich das als echtes Buch sozusagen auch bekommen habe von Marisha Pessel. Und ich bin total neugierig. Ich lese ja immer gerne mal Jugendbücher. Ich hoffe, dass das nicht zu jugendlich ist. Ich bin total angefixt von diesem Buch. Also ich bin sehr, sehr neugierig darauf. Aufregend, unvorhersehbar und nervenzerrend. Und wir haben hier als Klappentexter: Jims ungeklärten Tod hat Bee keinen von ihren Freunden mehr gesprochen. Als sich die fünf ein Jahr später in einem noblen Wochenendhaus an der Küste wieder treffen, entgehen sie nachts nur knapp einem Autounfall. Unter Schock und vom Regen durchnässt kehren sie ins Haus zurück. Doch dann klopft ein geheimnisvoller Unbekannter an die Tür und eröffnet ihnen das Unfassbare. Der Unfall ist doch passiert und es gibt nur einen Überlebenden. Die Freunde sind in einer Zeitschleife zwischen Tod und Leben gefangen, in der sie dieselben 11 Stunden immer wieder durchlaufen, bis sie sich geeinigt haben, wer von ihnen überlebt. Und klingt das nicht geil? Also ich finde es wirklich toll. Also ich finde, es klingt mega, mega spannend und ich hoffe einfach, dass es nicht zu jugendlich ist, sondern dass es schon so ein bisschen etwas Erwachsen- und Jugendlicheres hat. Ich bin mega neugierig. Also da bin ich total angefixt, sowohl von Cover, von Aufmachung, wie auch vom Klappentext. Und ja, das wird auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ich bin wirklich happy, dass ich das vom Carlsen Verlag bekommen habe, in der Hoffnung, dass es ein Highlight wird und es dann eben direkt auch in meinem Regal steht sozusagen. Und ja, freue ich mich wirklich sehr drauf. Und das letzte Buch des Monats ist dann noch ein Hörbuch. Und zwar habe ich das auch vorbestellt. Und zwar das neue Buch von Janne Mommsen, Die Bücherinsel. Da habe ich ja im letzten Jahr auch irgendwas mit Büchern gelesen. Die Bibliothek. Die Inselbibliothek, ich glaube, so war es. Und ich fand das Hörbuch ja wirklich großartig. Es hat für mich ja so dieses Insel-Wohlfühl-Ding eingeläutet im letzten Jahr und war ja wirklich auch ein Highlight-Buch. Und ich habe mich sehr gefreut, dass es jetzt von Janne Mommsen im Grunde den zweiten Band dieser Reihe-Serie gibt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das unabhängig voneinander lesen oder hören kann. Habe auch tatsächlich gar nicht in den Klappentext geguckt. Ich habe es, glaube ich, in den Buch Neuerscheinungen vorgestellt, dann natürlich auch den Klappentext gelesen, aber es ist im Grunde ohne Klappentext auch schon auf meiner Wunschliste gelandet, weil ich einfach dieses Inselfeeling so toll fand. Und ich glaube jetzt wirklich so für den April, Mai ist das wirklich das perfekte Hörbuch. Und ich habe ja eine etwas längere Zugreise im April geplant. Da wird es ja für mich in den Norden gehen. Und ich habe 2 Zugfahrten ungefähr 6 Stunden vor mir. Und also hin und zurück. Und ich glaube, da kann man so ein Buch wunderbar hören und sich so ein bisschen in Stimmung bringen. Vielleicht höre ich tatsächlich auch eher einen Wälzer, aber es macht ja vielleicht auch Spaß, so 2 Hörbücher dann parallel zu hören. Na, also nicht so, aber ihr wisst, wie ich das meine. Mal gucken, worauf ich Lust habe. Das kann ich mir aber so zur Einstimmung dann für den Urlaub auf jeden Fall auch vorstellen und freue mich da mega drauf. Und ja, das habe ich vorbestellt, war, glaube ich, auch der halbe Gutschein dann zu dem Buch von Hermine Stellmacher. Da dachte ich, da bestelle ich das gleich für den halben Gutschein vor. Ja, das waren sie nun, die 20 bzw. 21 Bücher. Und ich bin sehr, sehr happy über die Bücher. Wie ihr gemerkt habt, einiges wurde dann doch schon gelesen, anderes noch nicht. Tatsächlich gefällt mir so der Schnitt zwischen Büchern und E-Books nicht, weil ich ja doch eigentlich mehr E-Books eigentlich zulegen möchte, weil echte Bücher einfach so viel Platz wegnehmen. Und über den ökologischen Gedanken machen wir uns mal noch keine Gedanken. Aber ja, theoretisch muss ich ehrlich sagen,
wenn es halt kein Highlight-Buch ist, sollte es eigentlich dann doch eher als E-Book bei mir einziehen, bis man dann weiß, es ist ein Highlight. Aber bei manchen Büchern, wie zum Beispiel auch hier oder auch Eragon, was halt optisch einfach mir auch unglaublich gut gefallen hat, mit diesem doch etwas echteren Drachen, ich weiß auch nicht, finde, die sehen wirklich optisch super, super schön aus und ich bin einfach total neugierig jetzt drauf, wie das sein wird und bin auch sehr, sehr angefixt und ja, wie mir dann natürlich die Bücher gefallen werden, seht ihr dann natürlich in den einzelnen Bücherwochen, seid da einfach neugierig und gespannt, vielleicht kennt ihr ja auch eins der Bücher und würde ich mich auf jeden Fall mega, mega interessieren, erzählt mir das gerne mal in den Kommentaren, ihr kommt zu den Büchern auch unten in der Infobox, schaut da mal vorbei, auch alles andere ist da ein bisschen verlinkt, wenn ihr neugierig seid, guckt da mal rein. Und ja, ich denke, das war es soweit. Lange genug gequasselt. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.